Bei den Weltnachrichten. Ja, der 3. Oktober 1990. Ich kann mich noch gut daran erinnern, waren meinen ersten Schritten als junger Reporter. Damals natürlich mit am Reichstag mit dabei. Eine unglaubliche Stimmung, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland und die DDR sind damals wieder vereinigt worden. Es war ein Moment, den man nie vergessen wird. Und nun ist es bald soweit. Der 3. Oktober 2020, also 30 Jahre Tag der deutschen Einheit. Natürlich steht in diesem Jahr leider Gottes alles unter Corona. Das kann nicht so groß gefeiert werden, aber ich glaube, die, die das damals erlebt haben, die wissen, was für ein besonderer Tag das ist. Und bei mir im Studio ist nun Paul Willmann, der hat sich mal ein bisschen damit beschäftigt, was in diesen 30 Jahren passiert ist. Paul, wo stehen wir denn mit der Also meine Erinnerungen an diese Zeit, die sind nicht mehr so richtig präsent, da war ich noch 2 Jahre alt. Aber das Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung, das hilft danach und hat jetzt mal zurückgeschaut, wie hat sich das Ganze eben verändert, das Land. Denn eigentlich ist es ja oft so, diese Frage, gibt es noch den Unterschied Ost-West, das wird oft sehr subjektiv aus der eigenen Perspektive dann beurteilt. Aber da ist es doch ganz gut, wenn man den ein oder anderen Datensatz noch dazu hat und das Ganze auch noch visualisiert. Das ist so mal die erste Karte, die zeigt, wie hat sich die Bevölkerung entwickelt. Wo ist es weniger geworden in den letzten Jahren? Wo ist es mehr geworden? Und da sieht man schon sehr eindeutig, gerade die neuen Bundesländer haben einen Bevölkerungsschwund und die älteren, die alten Bundesländer haben zugenommen. Insgesamt deutschlandweit 3 Millionen mehr Menschen. Aber wir sehen eben sehr ungleich verteilt. Das ist das eine, aber da ändern sich vor allem auch Landschaften und da müssen wir mal drauf schauen. Wir haben hier beispielsweise den Ort, wo wir uns gerade befinden, Carsten. Also hier der Potsdamer Platz und da hat man auch schon eingezeichnet, wo da war damals dort die Grenze. Und wir sehen hier, wenn wir das einmal rüberziehen, den Vergleich. So sah das vor 30 Jahren aus und man sieht, da ist einiges noch grün. Du musst das nicht zeigen, ich weiß das noch. Du weißt das noch? Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber wir sehen hier schon stark diese städtische Veränderung und das ist nur ein Beispiel von vielen. Wir müssen natürlich auch mal drauf schauen und das ist wirklich etwas, was auch die Forscher tatsächlich sehr, sehr überrascht hat. Die Frage, wie hoch ist der Männeranteil bzw. natürlich auch der Frauenanteil dann in Deutschland und was hat sich dort verändert? Wir sehen hier das Bild von ungefähr 1990, also je blauer, desto männlicher, so kann man sagen. Und wenn wir jetzt einmal rüber ziehen, wie das heute ist, nein, wir ziehen nicht die Karte rüber, sondern wir ziehen hier diesen Balken rüber, dann sehen wir vor allem eben im Bereich des, der neuen Bundesländer dort, wo eben auch vor allem die ländlichen Regionen sind, einen sehr hohen Anteil, einen deutlich gestiegenen Anteil an Männern. Das hat man rausgefunden, dass eben vor allem nach der Wende dann Frauen in den Westen gegangen sind und dann auf den, in den ländlichen Regionen gerade Männer übrig geblieben sind, deswegen eben einen deutlich gestiegenen Anteil. Und was man auch sieht, ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass es eine generelle Angleichung doch auch gibt in vielen Teilen. Das ist die Frage nach nicht-ehelichen Geburten. Das sehen wir hier. 1990 sehr, sehr starke Unterschiede zwischen Ost und West. Also da kann man ja wirklich genau die Grenze eigentlich nachverfolgen. Gehen wir mal ins Heutige, ins Jetzt und hier. Und da sehen wir, im Osten hat sich eigentlich relativ wenig verändert. Natürlich trotzdem ein gestiegener Anteil an nicht-ehelichen Geburten, aber gerade der Westen ist da quasi fast gleichgezogen. In einem großen Teil hat man hier eben auch immer mehr Prozentsatz, immer mehr Beispiele von nicht-ehelichen Geburten. Und ähnlich sieht man das dann auch, wenn man mal auf das Topografische schaut. Wir gehen wieder auf die Kartenansicht und dort sehen wir eben auch beispielsweise deine Heimatstadt, Carsten, Berlin. Dort sehen wir vor allem natürlich die Entwicklung der Wohngebiete. Wir schauen uns das einmal an. Das ist vor 30 Jahren, also das ja, Berlin von Carsten Hädlers junger Karriere als Reporter. Und das ist das Berlin von heute. Wir sehen schon deutlich mehr Bewohnung, deutlich mehr Häuser, deutlich mehr Stadtgebiet eben. Das hat sich eben auch stark verändert. Und dann schauen wir noch einen letzten Bereich und zwar die Frage, wie hat sich denn der Bevölkerungsanteil der jungen Menschen dann auch verändert? Wir wissen, dass generell Deutschland sehr, sehr schnell altert, aber hier sehen wir eben auch eine deutschlandweit ähnliche Entwicklung, aber gegenläufig. Wir sehen vor 30 Jahren, je dunkler, je blauer, desto jünger, muss man sagen. Vor 30 Jahren deutlich mehr junge Menschen auch eben in den heute neuen Bundesländern. Und wenn wir dann rüberschauen, die Entwicklung heute, alles ist deutlich älter geworden, aber im Vergleich eben vor allem auch gerade der Osten hat die jungen Leute offenbar verloren. Das ist ein Beispiel dafür, dass man eben das doch auch mit relativ trockenen Daten relativ anschaulich zeigen kann. Ja, interessante Daten. Ich bin älter geworden, du bist älter geworden, du bist inzwischen auch nach Berlin gekommen und wir haben dich gerne aufgenommen. Danke, Paul, danke für all das. Mit der Amazon-App können Sie Artikel scannen und... Ja, schreibt gerne mal
eure Meinung dazu in die Kommentare. Könnt ihr euch noch an die Wiedervereinigung erinnern? Und wenn ja, wie war sie für euch? Und findet ihr, also, dass halt sich einiges zum Positiven verändert hat durch die Wiedervereinigung und einiges negativ verändert habt, findet ihr es? Also ich nicht. Also ich finde, es hat sich positiv verändert. Alles. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und was haltet ihr eigentlich vom Osten-Bashing? Mit halt besser Wessi und Jammer-Ossi. Ja, 30 Jahre ist das schon her. Die Zeit vergeht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich da auch nicht geboren war. Aber scheint wohl damals sehr gutes und interessantes Ereignis gewesen zu sein. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare.